Natürlich, dachte ich wieder, das ist er doch, der Weihnachtsmann. Wie er dort steht, in seinem unförmigen, zottigen Pelzmantel, mit breiten Schultern und gewaltigen Armen. Ungeheuer groß ist er, und auf dem Kopf trägt er eine Mütze. Genau so hatte Großmutter ihn mir geschildert. Und das Gefühl, dem Weihnachtsmann so unerwartet begegnet zu sein, ihn so zum Greifen nahe vor mir zu sehen, nicht weiter als ein paar Schritte, dieses Gefühl war überwältigend. Die Erregung, die mir soeben noch wie ein Knoten in der Kehle gesessen hatte, löste sich mit einem Mal und in einem Jubelschrei machte ich mir Luft. Vater, schrie ich, sieh nur, der Weihnachtsmann! Such's, Nero! Fass, Nero! Habe ich in einem Fort ihn aufgemuntert. Er hat gekeucht, hier und da aufgebellt und immer wieder zum Sprung angesetzt und ist den vor ihm schlenkernden Würschen nachgerast, wie der Renz die Rengaul. So, brav, brav, Nero! Such's, such's, lob ich ihn und freu mich unbändig. Durch Percher sind wir wieder Blitz und aufs freiere Feld gekommen. Immer wieder ist der Nero nach vorn gestoßen, hat gebrüllt vor lauter Gierigkeit. Fest habe ich meine Schachtel und das Kistel halten müssen. Hin und her ist der Schlitten geflogen. Gsaust ist der Hund, dass der Schnee gerade so aufgestaubt ist. Er saust und saust und krach. Auf einmal reißt ein Zugstrick und krach. Es wirft mich samt Schachtel und Kistel mit einem Riesenschwung in den Schnee. Was unternehme ich Silvester? Soll ich zu Kallmanns gehen? Die zünden ihren Tannenbaum an, drehen das Grammophon auf, das ihnen stille Nacht, heilige Nacht vorkratzt. Die Kinder lagern sich mit den Torsos ihrer Spielsachen auf den guten Teppich und Vater raucht die neue Pfeife an. Mutter Kallmann spricht mit mir über die Dienstbotenmisere und ich sage, jawohl, gnädige Frau, gewiss, gnädige Frau, ach, denken Sie nur, gnädige Frau, das andere sagt sie. Ich werde doch lieber nicht zu Kallmanns gehen. Lichter fallen und spielen mit Schatten unendliche Ringelreihen. Die fernen Laternen blinken mit mattem Schein, den vom Schneelicht sie leihen. Und die Leute fingen an zu backen und zu kochen und zu braten. Einige putzten ihr Haus, manche brachten saubere Vorhänge an. Wieder andere gingen in den Wald und holten sich einen Weihnachtsbaum. Und noch andere packten die Weihnachtsgeschenke ein, die sie versteckt hatten, ehe sie mit Vergessen angefangen hatten. Und die übrigen hängten Weihnachtssterne in die Fenster. Am Ende kletterten alle aus dem Dorf in eine riesengroße Bütte, die der Tischler hergestellt hatte, während die anderen die Weihnachtsvorbereitungen trafen. Und dann badeten sie alle auf einmal. Und als sie gerade fertig waren und sich saubere Kleider angezogen hatten und die Mutter der Kleinen aus der Hütte ganz oben am Waldrand ihrem Töchterchen eine rote Schleife in die Haare band, genau in diesem Moment läuteten die Kirchenglocken. Ja, und dann war Weihnachten.
Auf einmal spielte Jens Otto Feddersens Ofen in seinem Haus Silvester. Nach einer schön gezackten Stichflamme schossen sprühende Wunderkerzen durch die Fenster, flammende Knallfrösche hüpften zum Bach hinab, eine helle rotierende Sonne stieg in die Luft und das schwere, das schneebemützte Dach lüftete sich ein wenig und sagte mit gestöhntem Buh laut wieder zurück, so tief, dass es auf dem Haus lag wie eine Mütze, die man viel zu tief in die Stirn gezogen hatte. Eine Feuersbrunst entstand nicht.